Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Minecraft Earth. Ich versuche, irgendwas einzusammeln oder zu diesem Punkt zu kommen. Aber das lässt sich irgendwie schwer antippen. Und ich sag dann, oh je, das Abenteuer ist zu weit von dir entfernt. Geh zum Spielen näher ran. Obwohl ich direkt dran stehe, was auch der Kreis zeigt. Wer auch immer. Hast du übrigens News oder mit anderen Spielern euch unterhalten wollt, dann habe ich für euch eine perfekte Gruppe. Die findet ihr unten in der Beschreibung. Also falls ihr mal Lust habt zu schreiben mit Mitspielern, dann checkt mal in die Beschreibung. Da ist auch eine Gruppe, wo ihr regionale Gruppen findet. Also, hoffentlich sehen wir uns da. Tja, das Schaf will sich irgendwie nicht so einsammeln lassen. Ah, jetzt! Aber es sammelt sich nicht so ein, beziehungsweise die Wolle sammelt sich nicht so ein, wie in dem echten Minecraft, also wie in Bedrock oder in der Java-Version. Falls ihr euch denkt, warum kommt mir die Karte bekannt vor? Dann habe ich nur eine einzige Antwort. Und zwar nutzen die dieselbe Karte wie Pokémon Go, also Niantic. Und das wäre OpenStreetMaps. Anscheinend ist bei solchen Feldern auch ein Pilz und Erde mit dabei. Okay, Moja, okay. Ob das logisch ist, bezweifle ich, aber naja, das ist die Minecraft-Logik. Tja, dann erkunden wir mal Neustadt. Okay, anscheinend hat es Probleme mit dem GPS-Erkennung. Ja, das war die Anfangszeit von Pokémon Go auch so. Aber das haben die schnell gefixt. Manchmal gibt es immer noch ein paar in Pokémon Go, aber das spielt hier nicht zur Sache. Ich bin übrigens noch Level 2 geworden, wie ihr es sehen könnt, aber habe gemerkt, dass es etwas länger dauert beim Level als in den anderen Handy-Games bzw. Mobile-Games, die auf Geocaching basieren. Tja, mal schauen, wie es sich weiterentwickelt in Minecraft Earth. Und nochmal viel Spaß in den Gruppen und bis zum nächsten Part!